Ja, bei dieser Gleichung, ja, da kann man nicht einfach sagen, ich fasse das einfach zusammen als 4x hoch 2x oder wie, ne, das geht nicht. Ich werde hier immer wieder Links anfügen, achtet darauf oder wenn der Teaser erscheint, ihr könnt da ruhig raufklicken, dieses Video wartet hier, das ist kein Problem. Wenn ihr das i nicht seht, geht mit der Maus rein und haltet dieses Video damit dann auch gleich noch an und dann könnt ihr immer noch gucken. Bei dieser Gleichung, lasst uns das mal gleich zusammen machen. Ich habe folgenden Vorschlag. Wir ersetzen mal das 2x, also wir substituieren. Substituieren werde ich wahrscheinlich dann auch hier einen Link anfügen. Substituieren das 2 hoch x durch a. Aber Achtung, bevor wir das machen, gebe ich euch noch mal einen Tipp. Wir schreiben das mal ein kleines bisschen um. Wir können auch nach den Potenzgesetzen, achtet hier auf den Link, können wir doch Folgendes sagen. Ich schreibe das 2 hoch x mal als normales 2 hoch x und bevor ich das hier irgendwie versuche zu ersetzen, sage ich, naja, Moment mal, das kann ich doch auch als 2 hoch und jetzt x und dann hoch 2 schreiben. Und wenn ihr das jetzt, das 2 hoch x durch a ersetzt, dann gucken wir mal in der nächsten Zeile, wie es weitergeht. Drückt die Pause-Taste zu Hause, schreibt das mal so auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Na, habt das so? Ne? Müsste klappen. So, und das Ding sieht doch schon verdächtig danach aus, als wenn wir es hier mit einer quadratischen Gleichung zu tun haben. Das können wir auch gleich zusammen machen. Damit wir eine PQ-Formel anwenden können, ziehe ich mal die 6 auf die rechte Seite, also minus 6. Dann steht hier 0 ist gleich. Und jetzt ordne ich mal dem Exponenten nach a Quadrat plus a und jetzt minus 6. Jetzt haben wir hier das p. Das kann man sich ruhig dazu schreiben. P ist also 1 und Q ist minus 6. So, und jetzt die allgemeine Lösungsformel anwenden, oder? Na, ich schreibe sie mal schnell auf. Wir schreiben hier in diesem Fall, weil wir es mit a zu tun haben, a 0, 1 und 2, also erstmal zwei Lösungen, ist ja minus p halbe schreiben wir. Ne? Es geht zwar um a, aber hier haben wir ja ein p drin stecken, hier eine stille 1. Minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat oder p Quadrat Viertel. Ich schreibe gerne p Quadrat Viertel. Und dann minus q. Achtung, jetzt richtig einsetzen. Drückt die Pause-Taste. Macht das mal. Setzt mal die richtigen Werte ein. Und gleich mal, was die 6 betrifft, die kann man ja gleich zu Vierteln machen. Denn hier wird ja höchstwahrscheinlich 1/2, ne, in Klammern zum Quadrat ist 1/4, also werden hier Viertel nötig sein, damit die den gleichen Namen haben und damit wir die dann zusammenfassen können. Wir sehen uns gleich wieder. Pause-Taste drücken. Na, hier oben, hier habe ich es ja hingeschrieben. Also A012, schreibt es immer so, ist es besser. Mathe ist eigentlich nur hinschreiben, da muss man sich nichts merken. Achtung, 1, ein positives, aber minus p halbe, also minus 1/2. Minus 1/2 mal minus 1/2 ist 1/4. Und die 6 ganze, Achtung, minus 6 ist das, aber wir müssen minus q, also minus mal minus ist plus. Vielleicht werde ich auch nochmal einen Link hier hin machen. Gibt es eine ganz einfache Regel. Viel einfacher, als ihr sie bisher kennt, vielleicht. Daraus mache ich dann eben 24 Viertel. Und jetzt kann ich den ganzen Kram zusammenzählen. Machen wir das gleich mal gemeinsam. Das ist ja nun wirklich nicht schwer. A01 und 2 ist also minus 1/2. Und jetzt 24 und 1 sind 25 Viertel. 25 Viertel, also plus minus Wurzel aus 25 ist 5 und halbe. Demzufolge ist A01 und 2. Oh, nehmen wir gleich A01. Machen wir es so. Ist dann also minus 1/2 plus 5 halbe und A02 ist demzufolge minus 1/2, das bleibt ja vorne, minus 5 halbe. Hier wird herauskommen, minus, das sind plus 4 halbe, also 2, und hier wird herauskommen, minus 3. So. Jetzt haben wir zwei Ergebnisse und mit denen müssen wir umgehen. Jetzt haben wir substituiert, jetzt müssen wir mal wieder resubstituieren. Also, das machen wir gleich mal auf der nächsten Zeile. Ne? Wir hatten ja gesagt, 2 hoch x ist a und das
resubstituieren wir hier. Ich gebe mal die erste vor. Wir haben also A01 und statt A01 schreiben wir 2 hoch x. Ne? Das A01 geht jetzt nicht. 2 hoch x1, erste Lösung, ist gleich 2. Wie lösen wir die Gleichung? Komme ich gleich drauf. Und die zweite wäre 2 hoch x2 ist gleich minus 3. Jetzt gibt es hier verschiedene Varianten. Entweder ich sage, dass 2, eine glatte 2 ist ja auch 2 hoch 1, dann kann ich die Exponenten vergleichen und kann direkt sagen, x1 muss demzufolge 1 sein. Wir können dann gleich die Probe machen, ob das funktioniert. Oder, und wenn man es ganz stur machen will, das kann man hier auch machen, lohnt sich aber nicht, wir logarithmieren mal beide Seiten, wir nehmen einfach mal ln. Auf beiden Seiten einfach hinschreiben, vielleicht mache ich hier nochmal einen Link, wie leicht das dann ist. Steht dann hier 2 hoch x2 ist gleich ln von minus 3. Und hier wird eigentlich an der Stelle schon deutlich, obwohl wir jetzt das x2 nach vorne schreiben könnten, aber versucht mal einzugeben, ln von minus 3, also das wird nichts. Zur Erinnerung, die Logarithmuskurve, die läuft so, hier ist im Allgemeinen die 1, ne? Also dieser Bereich ist verboten, das wird nichts. Also können wir sagen, das ist die einzige Lösung. Und jetzt zur Probe, ob das funktioniert. Wir hatten ja gesagt, 6 ist gleich 2 und so weiter. Ich hatte das, glaube ich, noch kopiert. Mal sehen. Ja, da ist er. Und jetzt setzen wir das mal ein. Also die Probe ist eigentlich einfach. Wir sagen, 6 ist gleich 2 hoch. Und jetzt statt des x schreiben wir die 1. 2 hoch 1 plus 2 hoch. 2 mal 1 ist 2. Also 6 ist demzufolge 2 plus 2 hoch 2 ist 4. Stimmt. Okay, wir haben die Lösung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Anregung gegeben. Ihr könnt es ja mit einer anderen Lösung mal ausprobieren. Zum Beispiel probiert mal zu Hause 72 ist gleich 2 hoch x plus 2 hoch 2x. Und macht das so ähnlich wie hier, bloß dass es hier eben um die 72 geht. Dann keine Angst vor Brüchen und so weiter. Ich denke mal, das hilft. Und die... Ja, dieses Video, das mache ich jetzt dicht. Jetzt zum Schluss werden noch Links erschienen sein. Macht's gut, tschüss.